Zugspitze. Gipfelstation. 18.30 Uhr. Eineinhalb Stunden nach offiziellem Betriebsende fahren die letzten Arbeiter ins Tal. Mit der allerletzten Gondel des Tages. Wie leergefegt liegt das dreistöckige Gebäude auf Deutschlands höchstem Berg. Nur einer ist noch da, der 26-jährige Hannes Jäger, Maschinist bei der Zugspitzbahn und heute der Übernachter. Grundsätzlich bin ich verantwortlich, dass die ganze Technik, wenn sie Probleme bereitet, dass man sie wieder in Gang bringt. Für Notfälle, für Brandfälle, für Bergsteiger, die in Not geraten hier oben, dass wir die erste Anlaufstelle sind und also die Haustechnik. Der Übernachter, der turnusmäßig wechselt, muss alles kontrollieren. Vom Notstromaggregat bis zur Abwasserpumpe. Und alles, was über Nacht nicht benötigt wird, endgültig abschalten. Der Rundgang über die Aussichtsplattform kommt zum Schluss. Ich glaube, dass man schon stolz sein kann, wenn man da herum arbeitet. Also jetzt alleine die Ruhe, was man jetzt hat, und das Alleinsein einmal da herum auf einem Berg, wo eigentlich an einem Tag 3.000 bis 4.000 bis 5.000 Leute herum sind, die dann unter sich zu haben, in Anführungszeichen, das macht schon einen stolz, ja, doch. Während Hannes Jäger nach Dienstschluss endlich zum Schlafen kommt, klart der Himmel auf. Und als er in der Früh um 6 mit dem Schneeräumen beginnt, sind es bei minus 17 Grad und eisigen Böen gefühlt um die minus 30. Doch die Aussicht, die hat er jetzt für sich allein. Guten Morgen, Flori. Der Nothalt. Langsam. Schneller. Und der Lampentest. Gut, da fahren wir Simi. Gut. Okay. Um 7 macht der Übernachter die allmorgendliche Testfahrt. Sicherheitsroutine. Seine Schicht geht weiter bis 17 Uhr. Dann kommt der nächste Übernachter. Zu seinem Dienst über den Wolken.